Hallo, hier sind eure Womo-Kids und jetzt gerade sind wir noch in Neulingen in Sachsen-Anhalt auf einer Kräuterfarm. Dann geht es heute noch woanders hin, aber erstmal erzählen wir euch, was wir hier machen könnt oder ihr hier machen könnt. Einmal, ihr könnt mit dem Fahrrad einmal ums Dorf da fahren, eine große Gassi-Runde machen oder zu dem Teich, der da ist. Im Sommer ist es dann nur viel schöner, weil da kann man Kräuter, Küche und Kräuterwerkstatt für Kinder und im Frühling oder so im Sommer ist der Käsekuchen eine große Empfehlung. Und das Besondere ist, dass es ein Vier-Seiten-Hof ist, was ich richtig cool finde, weil es da nicht so windig ist. Jetzt nochmal mit den Hühnern kuscheln und dann geht's schon gleich auf den nächsten Hof. So, wir sind jetzt auf den nächsten Hof angekommen, der in der Nähe von Bleckede in Niedersachsen ist. Das ist ein Highland-Rinderhof. Da kann man richtig viel machen. Man kann über den Deich gehen, um da an den Strand zu kommen. Ein kleines Stück Strand. Man kann aber auch noch ganz, ganz. Moin. Und guck mal hier, das ist richtig süß. Erstmal, guck mal. Den nimmt das einfach aus der Hand. Und das ist einfach so cool. Dann gehen wir mal hier weiter. Da ist Jessica. Guck mal, hier sind einfach die anderen Kühe. Aber die sind auf seinem Bild. Das ist süß. Das ist cool. Das heißt gleich erstmal Hände waschen, Jessica. Das ist cool. Nee, 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 nee. Ich habe erst Hände gewaschen. Oh, guck mal, der hat Locken. Das ist ein kleiner Lockenkopf. Ich hab grad, das war Jessica, ich habe gedacht, das ist. Guck mal, der hat richtig Locken. Nö. Oh, das ist süß. Das ist süß. Und das ist nochmal Glocken. Da weiß man, wo der Begriff herkommt: schwarze Schaf. Dass du das schwarze Schaf in der Familie bist. Und da. Das ist so süß. Guckt es euch an. Das ist so, so süß. Sie geht gerade hin. Achso, nicht wundern, ich habe rangezoomt deswegen. Und wir sind noch ängstlich. Außer? Das ist süß. Das ist süß. Wie findest du es, Jessie? Sweet. Jetzt hat sie angeleckten Finger. Also noch besser geht's nicht. Jessie geht wieder zu ihren geliebten Kühen. Das meine ich, den kannst du es außer Hand geben, das Heu. Guck mal, der ist auch süß. Alles süß. Gucken wir, ob die hier aus der Hand fressen können. Nati, können wir hier mal eine Jacke hoch? Ich möchte hier. Nö, wollen keiner. Egal. Aber ihr seid süß. Ja. Ich sag doch Lockenkopf, guck mal. Richtig lockig. Guck mal, meine Schuhe sind hier voll mit Heu. Auch richtig lustig. Ey, Jessica, gefühlt, wenn die eine Kuh anfasst, gefühlt Best Friends dann. Das ist süß. Okay, komm Jessica, wir gehen uns jetzt mal die anderen angucken. Die musst du hier schon wegholen.
Oh, guck mal, die ist ein bisschen zahmer. Die kuschelt gerne. So, komm, beginnen wir. Wenn man so wie wir im Winter da sind und man die Tiere noch drinne haben und man direkt wie wir mit dem Wohnmobil da stehen, sind die direkt vor deiner Tür und das ist richtig cool. Ja, man kann zumindest richtig viel da noch machen. Nach Rücksprache mit dem Landwirt kann man vielleicht auch mit den Kühen kuscheln. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und nicht wundern, das war der Hund gerade im Hintergrund. Wir würden uns richtig freuen über ein Abo und ein Like. Und das waren eure Wohnmobil-Kids. Bis zum nächsten Mal. Bye!